Heute ist der 1. November 2016. Noch 60 Tage Zeit, bis das Jahr vorbei ist, aber heute wagen wir schon mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Nämlich, wir sprechen heute schon einmal über das Jahr 2017. Was kannst du als Investor für das Jahr 2017 planen und was sind die Dinge, die du einfach nicht planen kannst, weil du sie nicht in der Hand hast? Mein Name ist Jens Rabe, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und jetzt geht's los. Also, wie gesagt, noch 60 Tage sind es. Das klingt ja noch relativ weit, aber ihr werdet sehen, ganz, ganz schnell ist dann das neue Jahr auch ran. Mir ist es heute bewusst geworden, ich bin heute bei uns hier über den Hauptmarkt gelaufen. Da wurde die große Tanne geliefert für den Weihnachtsmarkt und auch die erste Bude für den Weihnachtsmarkt wurde aufgebaut. Denn es dauert, glaube ich, bloß noch 3 Wochen und dann geht es hier los. Und ihr wisst ja alle, dass es sehr sinnvoll ist, dass man sich Ziele setzt und dass man diese Ziele natürlich auch entsprechend plant. Und genauso können wir das natürlich als Investoren auch machen. Auch wir können planen, okay, wie soll sich denn unser Investment entwickeln oder was wollen wir denn machen? Und jetzt gibt es aber natürlich immer so ein bisschen diese Sache, dass man auf der einen Seite wird das viel zu kurzfristig gemacht. Das heißt also, die meisten fangen dann irgendwann an, so zwischen Weihnachten und Silvester, dann sagen, ich mache mal schnell eine Jahresplanung. Und das ist meiner Meinung nach nicht so der optimale Zeitpunkt, weil dann hat man noch viele, viele andere Dinge zu tun und dann schafft man es meist nicht und dann sind es immer so schnell hingeworfene, wenig durchdachte Sachen. Und deswegen mein erster Tipp: Fangt jetzt an, eure Jahresplanung für 2017 zu machen. Das heißt, macht euch irgendwo, ich habe zum Beispiel so einen Flipchart hier bei mir im Büro stehen und da steht dann erstmal drauf 2017 und da kommen erstmal nur Ideen drauf. Ne? Also alles, was mir so im Kopf rumgeht, egal ob jetzt privat, geschäftlich und so weiter, das schreibe ich mir dann einfach ein bisschen auf, sodass ich es dann nach und nach immer so vor mir sehe und ein bisschen konkretisieren kann. So, das ist also Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, ich sehe dann immer mal so Jahresplanungen, wo dann jemand sagt, er plant quasi die Performance seines Kontos. Jetzt mag man das als Trader, also als jemand, der sehr aktiv am Markt ist, noch einigermaßen im Griff haben, dass man also sagt, ich möchte ein bestimmtes Ergebnis erzielen. Wenn wir hier aber über Investoren sprechen, über Investments, dann werden wir sehr schlecht unsere Kontoentwicklung planen können. Du kannst also einfach ganz schlecht sagen, ich habe jetzt 100.000 Euro und am Ende des Jahres werden es 125.000 sein, weil uns braucht ja nur wieder mal sowas wie die Finanzkrise 2008-2009 dazwischen zu kommen, wo das Depot vielleicht 30%, 40%, 50%, je nachdem, was du machst, nach unten geht oder der Gesamtmarkt einfach 50% nach unten geht, nicht mal so das eigene Depot, dann wirst du es aber schwer haben, als Investor in diesem Jahr eine herausragende Performance zu erzielen und wirst vielleicht sogar mit einem Minus abschneiden. Und das hast du ja nicht in der Hand. Also du kannst ja nicht beeinflussen, ja, dieses Jahr geht es nach oben oder dieses Jahr geht es nach unten. Und deswegen müssen wir ein paar andere Dinge planen, nämlich all die Sachen, die wir in der Hand haben. Und ich habe ja mal 3 Punkte aufgeschrieben und ihr seht das hier. Das eine heißt Cashflow, das heißt also, was kommt denn aus den Dingen, die wir schon haben, weil das kann man relativ gut planen. Zum Zweiten, ich nenne es mal Cash-In, also was fließt denn in das Konto hinein, das haben wir zu 100% in der Hand. Und das Dritte ist, wir können natürlich auch mal über Regeln sprechen und Regeln, Dinge planen, was wir mit dem Konto machen wollen. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, mit Cashflow. Als Investor, das ist zumindest meine Überzeugung, ist es nicht das allererste oder die allererste Motivation zu sagen, das Konto muss eine bestimmte Größe erreichen, sondern ich möchte als Investor ja erreichen, dass ich einen bestimmten Cashflow, das heißt also bestimmte Rückläufe aus dem Konto habe, von denen ich beispielsweise leben kann. Jetzt ist es gerade so, die meisten von euch, da wird der Cashflow noch viel zu gering sein, als dass man davon leben kann. Und selbst bei denjenigen, wo der Cashflow schon recht anschaulich ist, die werden den eher nutzen, um ihn wieder zu reinvestieren, um eben den Zinseszinseffekt zu nutzen. Und Cashflow ist etwas, was man sich durchaus mal ein bisschen planen kann. Und zwar, ihr könnt euch ja, wenn ihr Dinge im Depot habt, die zum Beispiel Dividenden zahlen, dann könnt ihr das relativ gut planen, was kommt denn nächstes Jahr. Machen wir ein einfaches Beispiel. Ich zeige euch mal hier einen Chart, das ist die Aktie von McDonald's. Und wenn ihr beispielsweise diese Aktie habt oder auch nicht habt, dann wisst ihr aber zumindest momentan,
zahlt diese Aktie 94 Cent Dividende pro Quartal. Ist jetzt erst wieder in 2016 zum Ende 2015, glaube ich sogar, zum letzten Mal erhöht worden. Wird wahrscheinlich dieses Jahr nochmal erhöht. Aber 94 Cent pro Quartal, das heißt also aufs Jahr hochgerechnet sind das 3,76 Dollar pro Aktie. Wenn du halt 100 Stück hast, bekommst du 376 Dollar Dividende ausgezahlt. So, was kannst du jetzt planen? Wenn du McDonald's-Aktien hast, und das kannst du mit allen anderen Aktien auch machen, dann kannst du eben schon mal schauen, wie viel wirst du denn von deinen Beständen heraus an Dividenden bekommen? Und zum anderen kannst du natürlich sagen, okay, ich möchte mir einfach gewissen Cashflow erkaufen. Also kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte mir noch 10 McDonald's nächstes Jahr kaufen. Je nachdem, was du für Geld hast. Andere sagen, ich kaufe 100 oder 1000, je nachdem. Aber das kannst du sehr, sehr klar planen, weil da spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob die McDonald's jetzt 10% steigt oder 20% fällt. Den Cashflow, den kannst du dir definitiv kaufen. Als Investor wirst du das natürlich günstigerweise machen, wenn der Markt fällt. Aber das ist etwas, was du sehr, sehr fest in der Hand hast. Und wenn du eben der Meinung bist, du bist ein Investor, ein auf Cashflow spezialisierter Investor, oder du hast zumindest den Fokus darauf. Und jetzt stellst du aber fest, du hast nur Aktien im Depot oder zum Großteil Aktien, die keinen Cashflow produzieren, dann kannst du das natürlich ändern und kannst sagen, okay, da muss ich nächstes Jahr daran arbeiten. Das heißt also, Cashflow aus Dividenden kannst du relativ gut planen. Jetzt wird es natürlich immer mal die ein oder andere Aktie geben, die vielleicht ihre Dividenden kürzt, aber schaut euch einfach ein vernünftiges Depot an, wie das durch die Finanzkrise gekommen ist. Natürlich ist der Wert der Aktien gesunken, der Cashflow ist in der Regel nie gesunken, sondern der ist sogar bei vielen, vielen Aktien stabil geblieben oder sogar erhöht worden. Für alle, die sich ein bisschen mehr für das Thema Optionen interessieren, die können dann auch mal bei uns auf dem Optionsstrategien-Kanal vorbeischauen. Warum? Weil man kann zum Beispiel auch, und da wird es im nächsten Video geben, auch Cashflow über sogenannte Cash-Secured Puts erzielen in einem Langfristdepot. Das ist etwas, was ich zum Beispiel mache und wo ich ganz genau weiß, nächstes Jahr werde ich in einer gewissen Bandbreite Geld bekommen aus dem Verkauf von Put-Optionen, reiner Cashflow. Ja? Und das werde ich also demnächst mal auf unserem Optionsstrategien-Kanal etwas näher vorstellen. So, nächster Punkt. Und zwar hier sozusagen Cash-In. Es gibt ja einige, die sagen, okay, ich habe keine Zuflüsse mehr an mein Konto oder ich zahle nichts ein. Die Mehrheit aber, zähle ich mich auch dazu, die zahlen ja regelmäßig etwas in ihr Konto ein. Und das ist natürlich eine Sache, die du zu 100% in der Hand hast, wo du sagen kannst, okay, wie viel Geld soll denn im nächsten Jahr in dieses Konto reinfließen? Vielleicht hast du einen regelmäßigen Sparplan, monatlich, quartalsweise, wie auch immer. Vielleicht bist du aber auch noch so, dass du sagst, naja, immer wenn mal Geld übrig bleibt, zahle ich was ein. Und da wäre es eine gute Idee, jetzt zu sagen, Mensch, für nächstes Jahr nehme ich mir mal vor und plane das ganz, ganz fest, einen bestimmten Betrag in einem regelmäßigen Abstand in das Konto einzuzahlen. Dabei spielt es am Anfang gar nicht so die Rolle, wie viel das ist, sondern dass du einfach dahin kommst, es zu tun. Also ich habe auch mal irgendwann angefangen, 50 Euro im Monat in meine Langfristkonten, das waren damals ganz, ganz kleine, aber 50 Euro einzuzahlen. Mittlerweile sind es mehrere tausend Euro, die ich jeden Monat, mittlerweile auch nicht mehr sparen, sondern investieren, die ich also einfach zurücklege und in diese Langfristkonten hineinschiebe. Und das kann ich natürlich auch sehr, sehr stark anpassen. Also ich mache euch demnächst ein extra Video dazu. Ich werde meine Einzahlungen nächstes Jahr wieder deutlich erhöhen. Und zwar nicht, weil ich jetzt schon weiß, wie viel Geld ich nächstes Jahr verdienen werde, sondern weil ich weiß, ich möchte einfach zum Beispiel 10 oder 20 oder 30% mehr jeden Monat einzahlen, damit mein Konto schneller wächst. Und wie man das macht und so weiter, mache ich euch ein extra Video. Das hast du aber vollkommen selbst in der Hand. Da kann dir niemand von außen reinreden. Okay, es gibt immer diese Extremfälle, Krankheit, Arbeitslosigkeit, was weiß ich, aber in 99% der Fälle, und darüber reden wir doch, hast du es fest in der Hand, wie viel nächstes Jahr in dein Konto mindestens reinfließt, und das kannst du zu 100% planen, und das ist auch etwas, was du regelmäßig kontrollieren kannst. Du kannst nach einem Monat, nach drei, nach sechs hinschauen können, halte ich mich an meinen Plan, zahle ich immer so und so viel in mein Konto ein. So, und jetzt der letzte Punkt. Viele planen ja Ergebnisse. Ergebnisse zu planen ist aber sehr schwierig, weil wir es nicht in der Hand haben. Ne? Markt macht ein super Aktienjahr, tolles Ergebnis. Markt macht nicht so tolles Aktienjahr, schlechtes Ergebnis für einen Investor.
Deswegen Quatsch, das zu planen. Was man aber definitiv planen kann, ist, dass man sich eben Regeln aufstellt und dass man sagt, okay, ich plane mir oder ich mache mir einen ganz konkreten Plan, was möchte ich denn nächstes Jahr in meinem Langfristdepot machen? Nach welchen Kriterien möchte ich Aktien kaufen? Nach welchen Kriterien suche ich diese Aktien aus? Kaufe ich nur an Tagen, wo es nach oben geht? Kaufe ich an Tagen, wo es nach unten geht? Was mache ich, wenn es eben einen Crash gibt? Schlachtplan geht diese Woche los. Könnt ihr also hier auf dem Kanal schauen. Starten wir diese Woche. Und das sind also Dinge, die ihr wirklich vollkommen in der Hand habt. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch 60 Tage Zeit. Wer also bislang so ein bisschen immer im Nebel gestochert ist, glaubt, oh, die Aktie schaut gut aus oder die schaut ganz gut aus, kauf mal ein paar ein Stück, der kann sich jetzt definitiv einen Plan machen und sagen, so, mein Langfristdepot, mein Investmentdepot, das möchte ich nächstes Jahr nach folgenden Regeln behandeln. Und ihr werdet sehen, wenn ihr allein das macht, wenn ihr jetzt schon anfangt, das wirklich zu planen, dann werdet ihr Ergebnisse erreichen, die ihr so mit dem schauen wir mal, was kommt, nie erreichen werdet. Warum? Weil ihr dann gezielt vorgeht. Ihr werdet Möglichkeiten finden, an die ihr vorher nicht gedacht habt. Ihr werdet, wenn Schwierigkeiten auftauchen, könnt ihr euch euren Plan herholen, könnt sagen, okay, ich habe doch aber einen Plan. Ne? Gerade wenn die Märkte mal runtergehen, ihr sagt, das habe ich eingeplant, aber ich halte mich an meine Regeln. Das ist also eine sehr, sehr hilfreiche Sache. So, ich werde euch in den nächsten Wochen immer mal wieder ein paar Sachen vorstellen aus meiner persönlichen Planung für das Investieren im Jahr 2017. Das ist nicht der Blick in die Glaskugel. Also es geht nicht darum zu sagen, nächstes Jahr steigt McDonald's oder Apple oder Fresenius Metal Care. Nein, es geht darum, was haben wir wirklich für Dinge in der Hand? Wie mache ich das in meinem Langfristdepot? Und indem ich euch das zeige, wie ich es mache, möchte ich nicht, dass ihr das nachmacht, sondern ich möchte euch einfach nur Anregungen geben, wo ihr sagt, okay, so können wir es auch machen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Das ist eher nicht so eine gute Idee für mich persönlich, aber das kann ich umsetzen. Okay, also bleibt dabei hier auf dem Kanal. Da gibt es jetzt in den nächsten Wochen noch ganz viel zum Thema Planung 2017. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wie immer hier unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder mit dem ersten Teil des Schlachtplans. Irgendwann im Laufe der Woche kommt das erste Video. Schaut also regelmäßig rein. In diesem Sinne, euch einen erfolgreichen Handelstag, eine erfolgreiche Woche. Nutzt die verbleibenden 60 Tage. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.